Scheint, als hätte dich der Nebel noch nicht erwischt. Nein. Du hast also einen Großteil unserer Insel gesehen? Was sagst du dazu? Du lebst doch hier. Was denkst du über die Insel? Nun, ich finde sie sehr interessant. Diese Insel mit all ihren Gefahren und Schönheiten ist älter als du und ich. Das Ökosystem ist nicht mehr so wie früher, aber es hat sich angepasst. Und es wird sich weiter anpassen, lange nachdem wir verschwunden sind. Was auf lange Sicht wichtig ist, wir müssen es verstehen. Und dann müssen wir dieses Wissen an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Das klingt nach einem hehren Ziel. Oh, danke. Ich wünschte, mehr Leute würden diese Sicht teilen. Ach ja, ich bin zwar keine Experte in menschlicher Anatomie, aber sicher deine beste Chance auf medizinische Hilfe, falls du welche brauchst. Da Dima dich akzeptiert hat, bin ich gerne bereit zu helfen. Was kannst du mir über Arcadia erzählen? Das war hier ursprünglich ein Ort der Wissenschaft. Gefällt mir. Fühlt sich irgendwie vertraut an. Ich meine nicht das Institut, wenn ich zu Hause sage. Es ist eher, wie sagt man, das abstrakte Gefühl, irgendwo hinzugehören. Wir gehören alle hierher. Auf unsere Weise. Dima gebührt Dank dafür. So viel zu tun. Hey. Kann ich dir helfen? Also, was ist deine Geschichte? Das gleiche wie die anderen. Ich floh aus dem Institut, weil ich das Gefühl hatte, gefangen zu sein und in ständiger Angst zu leben. Ich wollte mich aber nicht verstecken. Dadurch hätte ich das verloren, was mich ausmacht. Ergibt das einen Sinn? Mein Leben zu verlieren wäre eine Sache. Aber meine Identität? Das wäre unerträglich. Zum Glück kam es nie dazu. Also, hier bin ich. Die Schaltkreise sind total hinüber. Vielleicht, wenn ich die Sensoren umleite. Kazumi Nakano? Die Energieausbeute bei den Dingern ist übel. Wer hat die denn entworfen? Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. An was arbeitest du denn? Versuche nur, etwas Vorkriegsmüll zu etwas Nützlichem zu verarbeiten. Also, sagst du mir jetzt, was du hier willst? Deine Eltern haben mich geschickt. Du sollst nach Hause kommen. Sie haben was getan? Du bist so weit gereist? Wegen mir? Meine Eltern. Die Leute, die sich um mich gekümmert haben. Sie würden mich nicht zurückhaben wollen. Nicht, wenn sie die Wahrheit wüssten. Du kriegst das mit deinen Eltern hin. Ich bring dich nach Hause. Nein, du verstehst es nicht. Ich bin nicht ihre Tochter. Ich bin ein Zünd. Ich dachte, es wäre leichter für sie, wenn ich einfach gehen würde. Wie hätte so ein Gespräch dann verlaufen sollen? Ich habe euch die ganze Zeit belogen? Eure Tochter ist tot und ich habe sie ersetzt?
Kasumi, ich glaube, du bist verwirrt. Jeder zweifelt mal an seiner Identität. Das ist Teil des Lebens. Ich wünschte, das würde stimmen. Wäre ich kein Synth, wäre alles so viel einfacher. Arcadia ist nicht das, was ich dachte. Es ist mehr als nur eine Zuflucht. Aber ich kann erst gehen, wenn ich dem auf den Grund gegangen bin. Ich bin genug weggelaufen. Du kommst mit mir, Kasumi. Nein, das geht nicht. Tut mir leid, hier geht was Schlimmes vor und ich... Moment! Du findest Dinge. Suchst nach Antworten. Das stimmt doch, oder? Deshalb hast du mich aufgespürt. Was, wenn ich dir sage, dass es ein Geheimnis gibt? Ein großes Geheimnis hier auf der Insel. Etwas viel Wichtigeres als ein verschwundenes Mädchen. Wovon redest du? Wo soll ich nur anfangen? Du hast die ganzen Computer gesehen, an die Dima angeschlossen ist, oder? Sie enthalten seine Erinnerungen oder laden Daten aus seinem Hirn runter. Vielleicht auch beides. Nun, Faraday hat mich gebeten, bei einigen Reparaturen zu helfen. Und da wurde ich neugierig. Da stecken die Lebenserfahrungen aus einem Jahrhundert drin. Und dann sehe ich sie. Datenmodelle, die Dima erstellt hat. Bei einem überrollt der Nebelfahrhaber. Bei einem anderen explodiert eine Atombombe auf der Insel. Beides inklusive Opferzahlen. Was, wenn Dima so freundlich ist, weil er etwas vor uns verbirgt? Ein Plan, um den Rest der Insel auszulöschen. Du vertraust Dima nicht? Und bist nur seinetwegen hierher gekommen? Ich bin nicht wegen ihm nach Arcadia gekommen, sondern weil es hier Antworten gibt. Jetzt, da ich eine Heimat gefunden habe, will ich nicht alles verlieren, weil Dima plant, alles zu vernichten. Ich persönlich finde kalkulierten Massenmord ja sehr beruhigend. Hey, hilf mir einfach, okay? Wenn ich falsch liege, kannst du so viele Witze machen, wie du willst. Ich habe versucht, selbst ein bisschen was rauszufinden, aber ohne großen Erfolg. Ich sehe immer wieder, wie Dima, Faraday und Chase ins Labor am anderen Ende des Gangs gehen. Später kommen sie raus und es wirkt, als hätten sie gestritten. Es gibt hier nebenan ein Lager. Das wäre perfekt zum Lauschen, aber es ist abgeschlossen. Ich habe auch versucht, Faradays Terminal zu hacken, weil er Dima so nahe steht. Aber das Ding ist extrem gut gesichert. Ich krieg das hin. Bleib einfach hier. Okay, viel Glück. Komm zurück, sobald du etwas rausgefunden hast. Wir müssen das ohne Blutvergießen schaffen. Fahrhaber und die Kinder des Atoms haben beide das Recht, auf der Insel zu sein. So wie wir auch. Die werden sich umbringen, Dima. Immer weiter. Wir müssen uns für eine Seite entscheiden. Haben wir uns nicht schon für eine Seite entschieden? Die Nebelkondensatoren zu bauen, war nicht gerade ein Beweis unserer Neutralität. Wir konnten nicht einfach zusehen, wie der Nebel die Bewohner der Insel tötet. Du musstest also den Kindern des Atoms ein Zuhause geben? Das mit der U-Boot-Basis war ein Fehler. Der Nukleus, wie sie es nennen, ist eigentlich eine große Befestigungsanlage. Fahrhaber hat sie vertrieben. Sie haben seltsame Ansichten, aber sie haben uns stets akzeptiert. Und Beichtvater Martin war ein Freund.
Tja, der neue Beichtvater nicht. Hoher Beichtvater Tektis ist ein labiler Größenwahnsinniger und wird uns bedrohen, solange wir Fahrhaber helfen. Leute, können wir über das Offensichtliche reden? Wir drücken uns die ganze Zeit drumrum. Meine alten Speicherbänke sind in der U-Boot-Basis. Unglaublich, dass du mir nie davon erzählt hast. Ich muss warten, bis sie zum Sicherheitsrisiko werden. Ich weiß, wie es im Nachhinein aussieht. Aber in dem Moment war es ein Akt des Vertrauens. Ich hatte Sorge, dass sie die Vorkriegssicherheitsmaßnahmen auslösen und sich verletzen. Ich habe den Kindern mein altes Zuhause übergeben und sie über meine Erinnerungen wachen lassen. Ich dachte, wir würden mit ihnen zusammenarbeiten. Wie sicher sind die Datenbanken? Wie viel Zeit haben wir? Und was befindet sich darin? Das hatten wir doch schon, Chase. Ich weiß nicht, was darin lagert. So ist das nun mal. Diese Methode ist meine Art des Vergessens. Aber ich habe einige Berechnungen zu ungünstigen Szenarien angestellt. Wenn bestimmtes Wissen in die falschen Hände gerät... Dann schick mich hin. Ich bin in einem Tag wieder da. Das ist zu riskant. Sie wissen, dass du aus Arcadia kommst. Wenn sie dich erwischen oder auch nur sehen, bedeutet das Krieg. Wir sollten sie zumindest darauf vorbereiten, reinzugehen. Uns gehen die Optionen aus. Ich sage, wir zeigen ihr, wie sie die Speicherbänke knackt. Du hast ohne mich daran gearbeitet? Es kam in einem ruhigen Moment auf, Chase. Aber ja, wir haben ein Programm geschrieben, mit dem man meine Erinnerungen herunterladen kann. Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Es wird dich als Eindringling sehen. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden. Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Ich nehme gerade letzte Anpassungen am Programm vor. Ich lasse eine Kopie für dich auf meinem Schreibtisch liegen, wenn ich fertig bin. Das Programm besorgen, damit in die Speicherbänke eindringen. Verstanden. Hoffentlich wird das nicht nötig sein. Wir beobachten weiter die Situation. Ich will, dass du nur reingehst, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Süß. Zu gut geschützt. Glaub nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Huh.
Hey, Dima. Was kann ich für dich tun? Ich weiß, du hast einige deiner Erinnerungen in einer alten U-Boot-Basis zurückgelassen. Du hast Angst, dass die Kinder des Atoms sie finden. Du warst fleißig. Ich hatte gehofft, dass du dir die Zeit nimmst, um uns besser kennenzulernen. Irgendwie hast du das ja auch. Vielleicht ist das für uns beide eine Gelegenheit. Bei meinen Leuten bestünde das Risiko, dass die Kinder des Atoms sie erkennen. Aber du bist neu auf der Insel. Ich helfe dir auf keinen Fall. Dann halt dich da raus. Vielleicht werden uns eines Tages auch andere so annehmen, wie wir sind. Ich hoffe, du hast recht. Verdammt.
Mir bekannt, ja. Verfluchte wilde Ghule. Schweine. Allesamt.
Fick dich. Verschwunden? Scheiße. Ich werde auf deine Leiche anstoßen. Drecksack. Leck mich, Mann. Arschloch. Mm-hmm.
Mm-hmm.